ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich wieder ein leckeres Pita-Rezept für euch mit viel Gemüse, welches ich selber erfunden habe. Das ist richtig super, super lecker geworden. Das müsst ihr auch unbedingt ausprobieren. Und kommen dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich bereite erstmal den Teig vor. Dafür habe ich 1 Kilo Mehl. Ihr könnt natürlich auch weniger nehmen. Für 1 Kilo Mehl nehme ich dann 1 Esslöffel Salz und gebe nach und nach lauwarmes Wasser hinein und bereite den Teig vor. Für 1 Kilo Mehl nehme ich so ungefähr 500 bis 600 Milliliter Wasser. Das muss so ein geschmeidiger Teig werden, darf nicht zu fest, auch nicht zu weich werden. Zwischendurch gucke ich immer, ob die Konsistenz so richtig ist. Ihr seht, das ist richtig ein schöner, geschmeidiger Teig geworden. Den nehme ich einmal aus der Küchenmaschine raus und gebe das in eine Schüssel hinein. Decke das einmal mit Frischhaltefolie ab und lasse es 1 Stunde ruhen. Für die Füllung habe ich 4 große Kartoffeln gekocht, gepellt und einfach zerdrückt, 1 große Zwiebel klein geschnitten und so ungefähr 100 Gramm geriebene Käse hineingegeben. Dann gebe ich 1/2 Bund frische Petersilie und 1/2 Bund frischen Pfefferminz, alles einfach klein gehackt, Salz, Pfeffer, Blattpaprika. Das Ganze wird schön miteinander vermischt. Ich gebe dann noch ein bisschen Öl hinein. Ich habe noch 1 Karotte gerieben, gebe das noch mit hinein und 1 kleine Schale Erbsen aus der Tiefkühltruhe. Einige fragen mich, ob ich die einmal vorkoche. Nein, koche ich überhaupt nicht. Das wird ja sowieso noch gebacken, deswegen gebe ich das einfach so mit hinein. Das Ganze einmal vermischen. Jetzt werde ich aus dem Teig kleine Bällchen vorbereiten. Ihr seht, wie schön der Teig geworden ist. Meine Bällchen waren dann so groß wie eine Apfelsine. Ihr könnt das natürlich auch selber variieren. Nach Wunsch könnt ihr kleiner oder größer machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ihr müsst dann bedenken, dass sie dann noch in der Pfanne gebacken werden. Also so groß dürfen sie natürlich nicht sein. Jetzt werde ich die einzelnen Bällchen einfach mit der Hand so groß wie eine Untertasse ausrollen, dann kommt reichlich Füllung hinein, dann wird das Ganze einmal geschlossen, so richtig schließen und einmal umdrehen. Ich werde erstmal die ganzen Bällchen so vorbereiten und beiseite legen. Ihr könnt mir gerne auf meiner Instagram-Seite folgen. Alle, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, können den jetzt kostenlos abonnieren und würden die aktuellen Rezepte nicht verpassen. Und alle Abonnenten, die mir schon lange folgen, keine Mitteilung von mir erhalten, die brauchen nur die Glocke zu aktivieren. Anschließend könnt ihr die Bällchen einmal so, wie sie umgedreht sind, mit der Hand einfach ein bisschen ausrollen. Also so groß dürfen sie nicht sein, die Füllung dürfte jetzt nicht rausgucken. Das ist wieder einer von den Rezepten, die ich selber erfunden habe. Ich habe euch hier solche Pita-Rezepte gezeigt, aber diesmal habe ich die Füllung anders vorbereitet, habe viel Gemüse und Käse genommen. Ist richtig super, super lecker geworden. Ich ändere sogar meine eigenen Rezepte und erfinde immer wieder neue Rezepte. Jetzt werden sie in einer beschichteten Pfanne gebacken, ohne Fett. Ich habe 1 Eisenpfanne, die backe ich immer in dieser Eisenpfanne, aber ihr könnt auch ganz normal eine beschichtete Pfanne nehmen. Wenn die untere Seite schön goldbraun gebacken ist, könnt ihr die Pita einmal umdrehen und die andere Seite zu Ende backen. Und achtet darauf, dass ihr dann in der mittleren Stufe backt. Also zu heiß darf die Pfanne jetzt nicht werden, sonst brennt euch euer Pita an. Sobald ein Pita gebacken ist, könnt ihr das gleich von der Pfanne abnehmen und mit Butter bestreichen. Und in der Zwischenzeit habe ich die 2. schon auf meine Pfanne gegeben. Also keine Pause machen, weiter backen. Wie ihr seht, habe ich das reichlich mit Butter bestrichen. Das sieht richtig saftig und lecker aus. Spart jetzt nicht an Butter. Jetzt schneide ich mein Pita einmal für euch an. Ihr könnt sehen, wie weich und saftig es geworden ist und wirklich super, super lecker geworden.
Ich zeige euch nochmal, wie mein Pide von innen aussieht. Ihr könnt die Füllung richtig sehen. Und die nächste ist auch gebacken. Die wird dann natürlich auch sofort mit Butter bestrichen. Ich habe die Butter gar nicht zum Schmelzen gebracht, da die Pides warm sind oder noch heiß sind, geht das super schnell. Und ihr könnt die Füllung beliebig nach eurem Wunsch auch ändern. Ihr könnt zum Beispiel auch ein anderes Gemüse hineingeben oder noch was dazu packen. Ich sage immer wieder, es gibt überhaupt keine Regeln in der Küche. Man kocht und backt aus den Zutaten, was man zu Hause hat. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage tschüss, bis zum nächsten Video.